Hallo und herzlich willkommen hier bei Police Simulator. Ja, ne? Ist Stress rausgekommen, das Spiel. Und wir gucken uns das auch an. Dauert noch ein bisschen. Ich hoffe, er kackt nicht ab. Das ist mit der Unreal Engine gemacht. Ja. Ne? Ist auch eigentlich gar nicht schlecht. Der dreht momentan gerade mal ein bisschen. Und wir sind im Menü drin. Ich habe ja hier schon angefangen. Man sieht hier oben, rechts oben, dass ich Sergeant bin. Und wir starten hier. Machen wir weiter fortsetzen. Und ja, ich zeige einfach mal so, wie ich hier spiele oder wie man das macht. Das ist ja, das Prinzip ist ja, man hat eine Hauptaufgabe. Zum Beispiel Parksünder bestrafen oder zum Beispiel verdächtige Personen auffinden. Ist momentan gerade das, was hier wechselt immer, wo man sich auswählen kann. Wir sind hier im Office in der Zentrale. Am Anfang muss man ein bisschen reden. Unten in der Mitte steht immer, was man machen muss. Und wir gehen jetzt an den PC. Hier, na, ist eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Der lockt sich jetzt ein, macht alles automatisch. Und wir haben hier das Menü eigentlich. Hier sind die drei Aufträge, die man sich auswählen kann. Ich habe jetzt hier nur die scheiß verdächtigen Personen. Schade ist nur, man sieht auf der Karte nicht ungefähr, wo es ist. Ich fahre nicht gerne weit weg. Dann steht hier links unten Beschreibung, was für Verdächtige. Es kann aber noch sein, dass das Spiel manchmal ein bisschen abkackt. Ist bei mir auch schon passiert. Aber das ist ja normal, wenn das Spiel erst rausgekommen ist. Dann müssen wir hier rein. Und uns unsere Ausrüstung holen. Und wir haben hier die ganzen Ausrüstungen. Wir sind jetzt angezogen, jetzt können wir weitergehen. Das ist ja übrigens hier oben überall angeschrieben. Hier Munition, hier ist unser Room. Und hier, wenn man einen Verkehrsunfall oder so hatte, Beweismaterial hier reinbringen. Und dann ist es gut. Ja, jetzt gehen wir hier hinten raus. Und dann können wir uns die zwei Autos nehmen, ganz außen. Und hier, ich weiß nicht, ob ich hier schon einen Schlüssel habe. Ach, ich hab den schon. Yeah, fett. Jetzt darf ich schon mit dem neuen Auto umfahren. Am Anfang muss man den alten nehmen hier. Jetzt darf ich schon mal den neuen fahren hier. Aber mit der Taste 4 kann man innen sitzen. Ja. Und hier haben wir den PC. Wenn wir jetzt hier den Menschen einmal linksklick machen, dann überprüft er das. Und wenn rot kommt, müssen wir den verhaften. Jetzt fahren wir rechts. Außenansicht vielleicht ein bisschen hier so, ne? Die Sirene wird noch gleich sein. Mit F kann man wieder abschalten. Ja, es gibt viele Dinge, die man wissen sollte. Wir fahren jetzt mal hier hin. Mit C können wir aussteigen. Dann können wir mit Tabulator können wir hier unser Menü öffnen. Ich mache hier eigentlich immer hier so. Klicken wir auf die Pistole. Rechts unten sieht man, was man gerade aktiviert hat. Und dann einfach mit der rechten Maustaste kann man alles aktivieren. Jetzt blitzen oder so. Wir müssen weit weg, was? Komm. Wir fahren jetzt einfach mal hier so ein bisschen rum. Ja, aber große Scheinwerfer hier, ne? So. Und wir müssen links und dann rechts. Dann fahren wir doch mal links und rechts. Und mit der Taste 3 kann man übrigens hupen. Und mit der Taste 2, 1 und 2 kann man auch blinken. Finde ich ein bisschen doof eingestellt. Kann man aber auch ändern. Ich habe zum Beispiel, wenn jetzt die... Ah, hier müssen wir schon. Haben wir ja verdächtige Personen. Das sind meistens die Leute, die sich nicht bewegen, die einfach nur rumstehen. Da muss man nicht alle kontrollieren. Das sehen wir wahrscheinlich gleich ein. Müssen wir mal ein bisschen gucken, wer hier so blöd rumsteht. Da hinten steht einer.
Dann fahren wir mal dahin. Hier steht keiner. Hier steht einer. Ja, komm, geh weg. Und jetzt fahren wir schnell hier hin. Mal die 4 drücken. Und dann hier mal drücken. Und jetzt sieht man Warning. Steigen wir mal aus. Mal gucken, die Pistole haben wir schon. Gut. Mit der rechten Maustaste kann man das hier so machen. Dann sprechen wir den mit E an. Und bei der Mac rennt gleich mal die Waffe ziehen. Okay, mal Ausweis zeigen. Ja, wir könnten ihn eigentlich hier auch hier gleich verhaften. Weil sonst würde er wieder wegrennen. Jetzt haben wir hier die Aufgabe. Folgen Sie dem Anführer. Ich habe das umgestellt auf J, also Ja und Nein. Ich habe jetzt mal Nein. Und jetzt müssen wir warten, bis die Unterstützung eintrifft und diesen Typen mitnimmt. Weil wir haben ja ihn ja vorhin schon überprüft. Und das müssen wir ja jetzt nicht mehr machen. Meistens rennen sie weg. Da muss man hier schnell rechte Maustaste. Ich habe auch schon einen erschossen, aber... Ich habe ihn zwar ins Bein geschossen, aber er hat dann Bauchschmerzen gehabt, ne? Also... Ja. Gut, jetzt müssen wir warten. Nicht zu weit weglaufen. Steht ja unten in der schwarzen Box. Sonst verpisst sich der. Wir haben auch einen Taser. Wir können auch mal einen Taser nehmen zum Beispiel. Hier Pfefferspray haben wir auch. Den Taser. Aber da muss er trotzdem Krankenwagen rufen, also ist das jetzt nicht so. Erschießen wir die lieber. Und dann hier Handschelle zum Beispiel, hier Strafzettel. Ist alles schön beschrieben auf Deutsch. Kommt ihr endlich jetzt hier oder muss ich euch Beine machen da? Alter. Und die Schichtzeit geht ungefähr 8 Minuten. 7, 8 Minuten. Und das ist gut. Da kommen sie doch halt. Alter. Ah, hier bin ich. So, jetzt nehmt ihr mal den Typen mit hier. Ja. Ist ja gar nicht so schlecht gemacht. Er hatte so einen Touch von GTA. Finde ich aber gar nicht schlecht. So. Und jetzt müssen wir noch weiter gucken. Wir haben jetzt, links oben sieht man, wir haben 40% erledigt. Es sind, glaube ich, 3 oder 4 Leute, die man suchen muss. Ey, bleib da. Und ich denke, jetzt hier ist bestimmt keiner mehr. Können wir hier hoch? Wo haben wir einen gesehen? Hier links oben. Wir können, glaube ich, links, ne? Gut, der Falschfahren, wirst du selber nicht gebüßt. Ja, aber... So. Ja, okay. Ist ein bisschen ärgerlich, wenn man so falsch fährt. Meine Herren. Ja, ja. Fahr doch mal. Gehen wir hier runter? Ah, jetzt reicht's mir aber hier, ja. Irgendwo müssen die stecken. Nee, da ist keiner. Okay, ist es auch nicht. Ich fahre jetzt mal rechts hoch. Mal gucken. Wir sind immer noch im blauen Bereich. Hier oben waren wir, glaube ich, noch nicht. Gucken. Der läuft. Nee. Auch nicht. Da ist auch keiner. Da läuft keiner. Oh. Ups. Was sind die denn alle? Die stecken alle irgendwo in der Pampe. Da ist einer. Mal gucken. In die Reihe drücken. Aha. Aber ich wusste es doch. Wir haben die Waffe ausgewählt. Jetzt stehen wir aber so, dass wir nicht die anderen Leute sehen oder die Autos, weil sonst fängt er nämlich an, hier andere Autos zu kontaktieren. Hey! Hallo! Alter, bis der mal aus der Animation raus ist. Okay, Officer. Please don't shoot.
Don't move. What's this about? Verhaften. Weg mit dem Dreck. This is outrageous. I didn't do anything wrong. Ja, ja, du mich auch. Central prisoner transport requested at my current location. Over. Ja, yep. Okay, alles weg mit dem Dreck. Ich wusste doch oben irgendwo in der Pampe ist was. So, wo ist er denn hier? Na, wo kommen sie denn endlich? Gibt's hier keinen Mord aufzuklären oder sowas? Wo sind sie? Hallo? Ich hab die doch jetzt gar gehört. Hallo? Wo seid ihr? Ich hab da jetzt... Da hinten sind sie. Alter. Ja, hopp. Siehst du sogar die... halten auf der Straße an. Und blockieren den Weg. Also wenn sie das dürfen, dürfen wir das auch, ne? Gut, eines bleibt sitzen. Mhm. Da ist noch ein Bulle hier. Diese Bullen. So. 70%, das würde heißen, noch einer ist noch oben, ne? Und du willst nicht fahren hier, ne? So, was ist denn hier rechts? Ist auch nichts, ne? Was haben wir hier? Nein, ich will dem Anführer nicht folgen. Das ist doof, das ist scheiße. Machst du nur deine Karre kaputt? Du musst den irgendwie stoppen, wenn du den irgendwie drehst oder sonst was. Dass er stoppt und so ein Schweißdreck. Aber irgendwo muss nochmal so ein Pissnelken sitzen. Ne? Da hätten wir uns unsere Sachen ja erledigt. Und könnten irgendwie was anderes machen. Oder ein bisschen rumgurken, bis die Schicht vorbei ist. Ne, das ist falsch hier, ne? Das ist hier, da können wir hochfahren. Ich sehe immer noch keinen. Hier unten. Kann auch sein, dass die einfach joinen. Zufälligerweise. Dass die dann irgendwie verschwinden, wenn man nicht in der Nähe ist. Aber... Wir machen das jetzt mal so. Wir dürfen das ja, ne? Hier ist auch keiner, ne? Wird ja immer gemeiner hier, ne? Mit den Sachen. Da verstecken sie sich irgendwo, wo du nicht denkst. Hier ist ja wieder auch keiner, ne? Da oben läuft einer. Ne, das ist falsch hier, ne? Ne, da geht man hier in der vorne links. Hier ist auch nichts. Oh! Jetzt wollte ich hier schön geradeaus fahren. Scheiß Einbahnstraßen hier. Nee, da ist keiner. Ups. Ui, schnell rüber. Das müsste hier auch irgendwo sein, ne? Müssen wir hier links rein. So, wo ist er denn hier? Unser Willi. Wir fahren mal zum gelben Punkt. Vielleicht ist er ja der da in der Nähe, ne? Aber ist meistens nicht so. Jetzt fahren wir hier wieder runter. Ja, super, da waren wir doch schon. Alter Schwede. Nee, das ist auch nichts, ne? Die läuft auch da hinten. Der da hinten parkt. Ist der betrunken hier, oder? Sollen wir mal eine Kontrolle machen? Stop right there. I'm gonna need to ask you a few questions. What do you want, officer? Mal gucken, ob er betrunken ist. Aber wir können nicht kontrollieren. Machen wir eine Überprüfung. Nix.
Können wir jetzt? Vielleicht. Abtasten. Do you have anything illegal on your person? No, officer. I'm all clean. I've got nothing. I'm gonna need to pat you down and search your pockets. Ja, ja, sagen sie alle. Den sehen wir dann rechts. Oh! Aha. Okay, officer, please just. Der hat was Rotes gehabt, hast du ganz kurz gesehen? Der hat ein Messer dabei, das gestohlen oder nicht erlaubt ist. Und jetzt haben wir hier einen Typen verhaftet. Den, ja, einfach zufällig, ne? Jetzt haben wir bestimmt wieder Punkte bekommen. Ist auch nicht schlecht. Der sah mir schon verdächtig aus, ja, ja, ja. Ah, ich hab's gewusst. Ja. Ne, ist einfach mehr Zufall, ne? Es gibt dann rechts oben Punkte. Ich habe jetzt 6.300. 10.000 brauche ich. Und wenn wir schon hier warten müssen. Vor allem sollte man das Auto nicht auf der Straße liegen lassen, weil da kommt der zum Beispiel der Krankenwagen nicht durch oder deine Polizeikollegen, die hier schon wieder nicht mehr antanzen. Aber das ist ja wieder typisch, ne? Wenn ich zu weit weggehe, dann verpisst sich der. Und das wollen wir ja nicht. Da sind sie doch schon hier. Na komm, hopp, halt mal an und steigt aus. Ist ja Wahnsinn. Ey. Na, help. Aber das müsste ja eigentlich hier Dings sein. Ach, nö. Nee. Ich sehe echt niemanden. Ist nicht normal, ey. Vielleicht kann ja auch ein Bug sein, also man weiß es ja nicht, ne? Nee. Ist auch nicht. Nee. Listen up. This is what we know so far. Ja, ja, bla bla bla. We have two individuals, both wearing ski masks. Nee. Alter Schwede, das kann ja nicht wahr sein. Das ist ja nicht normal, oder? Hier läuft auch da vorne. This is Central. Attention all units. Nein. Wieso kriege ich immer nur die Scheiße? Letztes Mal habe ich hier Autounfall und so richtig schöne Sachen. Aber nö. Oder hier Mord habe ich auch schon gehabt. Muss am Boden zuerst die Leute befragen und dann Hülsen auflesen. Oder sonst was am Boden liegt. Kommt immer schöne Meldung, so blau. Aber das kriegen wir jetzt nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich fahre. Ja, dann ist vorbei. Leck mich doch am Arsch, ich will nach Hause. Ey! Was hat denn der Kack? Hier Popolis. Jetzt fahren wir mal nach Hause. Schicht vorbei! Leckt mich doch alle hier! Nee, ich fahr jetzt hier so, ne? Also, ich fahr jetzt so, ja. Ja, dann fuhr's mal nach Hause. So wie es sich gehört hier, ne? Feierabendkurve. Mit Vollkaracho durch die Stadt. Die Polizei würde das jetzt hier die blaue Lichtsirene anmachen, ne?
Und alle denken, es ist irgendwas passiert. Ja, die haben Feierabend. Oder wollen essen gehen, ne? So ich jetzt auch. Ja, wo ist er denn? Das muss hier sein. Ah, hier links. Oh, schön parken hier. So. Schön. Oh, da kotzt jemand. So, da gehen wir mal rein. Den Sting müssen wir nicht. Jetzt müssen wir einfach nur am PC uns hier einloggen. Und dann. Und dann. Aber hier bestätigen klicken. Da stand 100% erledigt. Ne? Auch interessant. So, ja, am nächsten Tag muss man halt wieder am PC und das gleiche nochmal machen. Gut, bis jetzt mal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns, ne? Ich sage tschüss.